und wir wären nicht MFG, sondern eine andere politische Partei, wenn wir nicht spontan und einfach mal Menschen reden lassen. Das ist der Christoph, das ist der Jakob, das ist David und das ist die Aileen. Und diese vier sind Schüler und Studenten. Und die berichten euch jetzt einmal, wir sind in Schulen und an den Universitäten zugehört. Und ich kann nur eins sagen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Studentinnen und Studenten, schließt euch MFG an. Wir helfen euch. Ich bin der Hofecker Jakob und studiere an der TU Wien und ich möchte euch jetzt einmal ein bisschen erzählen, was da so für ein Wahnsinn unter anderem abgeht. Begonnen hat schon letzten Juni, wie die Uni wieder aufgesperrt hat, wo die TU gemeint hat, man muss Zugänge und Abgänge und Wege zum Hörsaal vorschreiben, also das Gebäude beim bestimmten Ort betreten und beim bestimmten Ort verlassen. Ich kann mir selber meinen Weg suchen, wie ich zum Hörsaal gehe. Das braucht man nicht befehlen. Bekanntlicherweise ist das Ganze dann immer nur schlimmer geworden und das hat mich zu dem Entschluss gebracht, dass ich mich nicht testen lasse, damit ich auf die Uni kann, weil ich bin gesund und das brauche ich nicht durch einen Test beweisen. Und so war es das letzte Mal letzten Herbst auf der Uni und dadurch leidet aber natürlich der Studienfortschritt darunter. Ganz genau, das ist aber ein wichtiger Punkt und mein Plan ist, dass ich das auch weiterhin nicht machen werde, bis diese ganzen 3G-Maßnahmen endlich wieder mal verschwunden sind. Natürlich werden auch die privaten Beziehungen durch das Ganze belastet und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt dann über den Sommer und Herbst ein paar junge Leute kennengelernt habe. Da sind wir nicht mehr. Wir sind schon ziemlich viel. Wir hassen Studenten, stehen auf und wir setzen uns für freie Bildung ein. Und ich habe da neue Freundschaften geknüpft und wieder einmal schöne Zeit verbracht. Noch sehr, sehr zahre Zeiten. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, also erstmal freut mich wahnsinnig, dass so viele Leute hier sich am Schwarzenbergplatz versammelt haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf euch. Ja. Wir müssen jetzt auf unserem Konto den QR-Code hochladen, damit wir physisch ins Gebäude hineinkommen. Anders geht es nicht mehr. Wollen wir das? Nein! Yeah! Bin ich beruhigt, ja. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt müssen nämlich alle Mitarbeiter, nicht nur Studenten, das erfüllen. Und die Information darüber, welcher Student und welcher Mitarbeiter diesen 3G-Nachweis erfüllt oder nicht, kriegt jeder Vorgesetzte und Lehrende im Dashboard angezeigt. Wollen wir das? Nein! Ach, ich will es auch nicht. Nein! Und ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Ich rechne nicht damit, dass ich mein Studium abschließen kann. Das will ich aber. Danke, dass du da warst. Liebe Menschen, es ist 2:30. Es ist von uns nahezu alles gesagt worden, bis auf einen. Und das ist derjenige, den ich euch raufholen möchte, der Georg Senner, der Landessprecher in Wien. Georg, bitte. Danke, dass ihr heute alle da seid. Es ist schon alles gesagt. Wir halten das auch nicht mehr aus, was da alles gesagt ist. Und ich kann euch sagen, die Stärke von MFA, der Satz, alle ihr. Ich möchte jetzt aufhören zum Reden und aufhören zum Jammern. Ich schaue positiv in die Zukunft, denn mit eurer Unterstützung in unserem Rücken und mit manchen von euch dann auch auf der Bühne, so wie das da ist, da packen wir das. Und der 31. Jänner wird ein Datum sein, wo etwas Neues beginnt. Und wie ich die Nachricht gehört habe, habe ich mich gefreut darüber, dass jetzt endlich in Gefallen
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich darf hiermit die Veranstaltung ich darf es noch nicht, weil da sagt Werner was. Aber dann danach, danke, dass ihr da seid, geht's raus, verbreitet die Liebe, die frohe Botschaft und wir sind viel mehr. Danke. Und bitte, ein Riesenapplaus für Georg und sein Team. Diese politische Kundgebung gemeinsam mit der Exekutive überhaupt möglich gemacht haben. Liebe Menschen, wer hat von euch so ein Fanderl? Ja. Wir haben noch ganz viel da, bitte holt euch das. Da steht nämlich was oben. Da steht nämlich was oben, wo manche immer meinen, dass die Injektion das ist. Nein, MFG ist der Gamechanger. Und wir werden das gemeinsam schaffen. Mit Respekt, mit Wertschätzung. Mit Toleranz, mit gemeinsam statt trennend, mit ganz viel Liebe. Ich beende hiermit ganz offiziell diese politische Kundgebung und danke euch von ganzem Herzen. Sie ist grün.